Sag mal, Anthony, wofür bezahle ich dich denn? Was ist das denn hier für ein Witz? Wurde ich abgezogen? Ich glaube, ich wurde gescammt. Auf meinem Tisch sieht's aus wie Sau. Und ich beseitige das Problem, indem ich den Müll nehme und nach links aufs Bett werfe. Erzählt mir nicht, ihr habt das noch nie gemacht. Okay? Anstatt den Müll rauszubringen, nehmt ihr ihn einfach und bringt ihn woanders hin, aber im selben Zimmer. Das hat jeder schon mal gemacht, keine Lügen jetzt. Wisst ihr was, wir könnten uns eigentlich alle so viel Zeit sparen, wenn wir jetzt schon mal ankündigen würden, dass ich das hier gewonnen habe. Weil, ganz ehrlich, ich habe, wenn es so weitergeht, bald 100.000 Dollar. Ich habe 24% der Aktien, der Rest gammelt rum bei maximal 4%. Und ja, Joshua hat mehr Diamanten als ich, aber trotzdem, die können das nicht mehr gewinnen. Das wollen sie aber anscheinend nicht einsehen. Deswegen machen wir sie weiter fertig. Und damit willkommen zurück hier bei Turmoil an einem weiteren wundervollen Tag im Wilden Westen, wo ich keine Zeit verlieren will. Ich würde sagen, wir gehen direkt raus, denn wenn ich mich nicht täusche, habe ich beim letzten Mal ein Stück Land gekauft, wo wieder viel Öl sein soll. Na, ich habe wieder einen Diamanten benutzt und der Typ hat mir gesagt, ja, da, geh mal da irgendwo dahin. Da liegt einiges im Boden, deswegen vertraue ich ihm einfach mal und wir ziehen das durch. Ich will nicht enttäuscht sein oder enttäuscht werden, denn ansonsten könnte es sein, dass Mr. Anthony seinen letzten Diamanten bekommen hat und unter die Erde wandert, denn meine Leute sind überall. Und meine Leute sind auch unglaublich langsam. Kann einer pfeifen? Danke, der legendäre Doppelpfiff. Ja, das ist nicht super groß, aber vielversprechend. Ja, man kann sagen, das ist für den Anfang gar nicht mal so übel. Damit ich vorschlagen, wir gehen nach links, denn der Preis da ist weitaus besser. Er hat auch nochmal was gefunden. So, wo ist die andere? Die ist aber eine Nummer größer. Ah, wobei. Ah, die könnte halt hier schon aufhören. Na, ist schlecht einzusehen. Muss ich dann nachher irgendwann vielleicht weiter unten nochmal scannen, um zu gucken, wie groß sie ist. Dann deine, wo haben wir sie denn? Nicht hier. Sehen Sie nun zu, wie unser Held mehrere hundert Dollar in Scannern verbrät. Es ist weiter unten. Wahrscheinlich gerade hier. Ich hätte hier unten scannen sollen. Ich warte jetzt erstmal kurz. Aber wir gehen nach hier drüben. Denn da ist der Preis etwas heißer. Komm, ich will das anzapfen jetzt. Dankeschön, funktioniert doch. Dann ganz links eine Pumpe. Und so. Cool, wundervoll, wundervoll. Soll ich schon das größere Upgrade machen? Komm, Geld, was ich jetzt ausgebe, kann ich nicht mehr verlieren, denn es ist schon verloren. Deswegen machen wir das einfach mal so. So. Dann nochmal drei von denen. Und ich erwarte Pfiffe. Dankeschön, das ging ja überraschend schnell. Siehst du, die wissen, was auf dem Spiel steht. Die wissen, wer nicht pfeift, wird erschossen. Hier. Ja, ich mache ihn mal so. Ich mache ihn mal so. So sieht aus wie sehr guter Plan. Was nicht so gut ist, ist Preis aktuell. Preis aktuell nichts gut. Deswegen, so, und dann erstmal alles da rein, dann upgrade ich auch noch nicht das Rohr, weil, na, sonst sind die überfordert, sonst geht das Silo so schnell voll. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, das hier mache ich gleich. Ich warte noch auf bessere Preise, damit ich hiervon ein bisschen die Augen wegnehmen kann und mich dann darauf konzentrieren kann, das Öl zu finden. Ja, guck mal, 80 Cent, 90 Cent, ich warte auf einen Dollar, komm, ich bin gierig. So, ein Dollar, hau da rein. Und verkauft mal alles, was hier in eure fetten Wägen reinkommt. So, ich tippe auf 4. Anscheinend sollte ich kein Lotto spielen, ich habe nicht so viel Geld hier. Ah, dann relativ klein, obwohl, nee, ist es nicht. Ich meine, man sieht nur die obere Ecke, das könnte viel weiter nach unten gehen. Vielleicht ist das ja eine gigantische Riesenölquelle. Okay, ich überlasse es mal den Maulwürfen, komm. Ich benutze sie sowieso viel zu selten. Werfen einfach mal ein paar in die Erde rein. Und lassen die suchen. Vielleicht finden sie ja was. Oder auch nicht. Sie finden Steine ohne Ende. Ja, sie finden Steine. Kein Diamant, der aufgedeckt wurde. Ich sehe zumindest keinen. Aber hier wurde ein Pixel von einem Stein gefunden. Es ist toll. Wir sind euch unglaublich dankbar. Ja, ich glaube, das Öl ist unter dem Stein hier. Ich glaube, ich kann es aktuell nicht sehen. Die hier ist aber gigantisch. Da braucht man ein größeres Rohr. Das wird sonst nichts. Okay, Preis ist absolut am Absinken.
Deswegen gehen wir jetzt nach rechts und verkaufen weiter, denn ich muss weiter meine Expansion finanzieren. Dann noch das Upgrade, warum nicht? Hier ist Gas, da sollte ich nicht reinbauen, wenn sie es vermeiden lässt. Dann noch die Quelle und das auch noch. Komm, wir haben ja genug Wägen und schnell genug sind sie auch. Deswegen ist das, glaube ich, kein Problem. Der ist immer noch am Winken wie ein Blöder. Wo? Wo? Hier, direkt unter der Oberfläche. Ich weigere mich, das zu glauben. Oder hier so genau da, dass ich es nicht gescannt habe. Außerdem, das hier ist eine perfekte Form. Na, das, also, pixelperfekt. Besser als so wird's nicht. Und die kommen super hinterher. Das freut mich. Hier brauche ich Stufe 3. Mindestens. Wir haben schon Juni. Ich sollte. Ich sollte und aus ich sollte folge ich mal. Ich mache. Weil sonst kriegen wir das nicht leer. Niemals. Hier unten endlich. Das ist, was ich sehen wollte. Ist es Öl oder ist es Gas? Wenn es Gas ist, dann nicht. Es ist Öl. Es ist Öl. Und wir müssen nicht mal durch einen Stein. Ich mache einfach das hier. Man könnte argumentieren, das ist ein bisschen Cheese. Aber ist mir egal. Hahaha, Gas, okay. Wenn es ein bisschen Schwachsinn erfordert, um Geld zu sparen, mache ich es trotzdem. So, die hier ist schon leer, der Preis ist aber heiß und ich bin schon bei 20k. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufs Geld geguckt, weil ich so sehr damit beschäftigt war, das ganze Öl zu suchen. Aber Preis ist der aktuelle, nicht der schlechte. Ich spiele die ganze Zeit mit der X-Taste, weil ich schneller Geld verdienen will. Okay, wie groß ist die Quelle noch? Das finde ich jetzt interessant. Ist noch ein bisschen was drin. Ist noch ein bisschen was dran. Die hier ist bald leer. Wir sind unter 80 Cent. Ich lasse das mal einlagern. Komm. Wir machen das mal so. Na, dann warten wir wieder. Ich glaube, keiner von denen, die ich jetzt hier hingestellt habe, hat irgendwas gefunden. Wir warten ein bisschen, bis der Preis wieder hochgeht und dann holen wir so viel Geld wie möglich raus. Ja, das ist fertig. Dann stecken wir das nach da drüben, um da ein bisschen mitzuhelfen. Ist doch sinnvoll. Ja, wir kommen rechts wieder über einen Dollar. Guck mal, soll ich warten bis 1,10? Ja, eins. Jetzt wird es langsamer, wir sollten. Ansonsten verschenken wir vielleicht ein bisschen was. Wie groß ist die Quelle? Ja, also irgendwo hier unten muss sie dann aufhören, die wird auch gleich leer sein. Also ich mache jetzt kein größeres Rohr. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Links überholt, rechts. Wundervoll. Und wenn es so weitergeht, sind wir pünktlich zum Abendessen. Zu Hause. Komm mal, Wurf, mach dich mal nützlich. Wie groß ist die Quelle? Weil ich will schon rechtzeitig... Ja, die ist auch gleich leer. Das Rohr kann ich so lassen. Ja, jetzt ist alle. Ich will rechtzeitig... Hey, easy, erste Runde. 42. Das sollte alles gewesen sein. Da wäre ein Diamant gewesen. Ja, 45 mit allen Boni. Erste Runde des Tages. Lief aber so. Guck dir meine Stacks an. Daisy's Stack ist so winzig. Er taucht nicht mal hier auf. Okay? Sie ist so schlecht. Sie hat nicht mal ein Geldbündel hier rausbekommen. Ricardo mit 3k ist auch absolut Müll. Joshua ist gefühlt immer der Beste von der Konkurrenz. Aber das hier ist traurig. Wir geben ihr eine Urkunde für Teilnahme, aber keine für Geld gemacht. 45k habe ich da rausgeholt. Ach du Heiliger. Haben wir welche Absprachen? 80 Cent. Nee. Das ist es, glaube ich, nicht wert. Wir gehen Aktien kaufen und dann gehen wir wieder zur Landauktion. 1%, das können sie haben. Soll ich sie reinbaiten? Komm, ich gebe jetzt gar nichts aus, dann baite ich sie rein, dass einer von denen Geld ausgibt und dann habe ich langfristig weniger zu befürchten. Na, dann holt es euch mal. Es sei denn, wir landen so bei 5k, 10k, da würde ich dann auch mal ja sagen, aber vorher drückt einer von den Idioten ja. 1%, wenn es keiner will, ich nehme es gerne für 6000. Das ist ein Schnäppchen, jetzt bin ich perfekt auf 25. Das befriedigt meine OCD. Ich habe 121k, soll ich mal ein Upgrade kaufen? Ich glaube, das wäre gut. Können wir argumentieren. Herdengröße 3 ist unnötig. Finde ich. Das lohnt sich nicht. Verzweigung 3, Timer 2, Ventile, Left-Anbindung. Er müsste ja mit dem Gas rumfummeln. Das dauert dann auch noch ewig. Das ist ein komplett anderes... Eine andere Art, das zu spielen. Schnelligkeit, Zellen, Gas. Maulwürfe finden Gas. Komm, dann mache ich, ich hau jetzt das Geld raus. Sag mal, eine Left-Ink-Verbindung kaufen. Au. Und dann noch das Ventil, damit ich quasi getrennte Öl- und Gaskreisläufe irgendwie bauen kann.
Kann ich garantieren, dass ich das benutze. Aber besser ist zu haben und es nicht zu brauchen, als es zu brauchen und es nicht zu haben, ne? So sagt man ja. So, dann einmal Landauktion. Hauen wir rein. Das war eine 43. Okay. Die Zahlen. Ist nicht so geil. Ne? Das hier nimmt aber stark ab. Guck mal, 60, 72, 54, 21. Deswegen hat Daisy so wenig Geld gemacht. Einfach hier dran angrenzend, haben wir unten irgendwelche Zelte. Wir gehen zu den Indianern. Sieht aus wie Tippis. Ich glaube, da sind Indianer. Cool. Sind wir uns alle einig? Das freut mich. Und wir gehen. Wohin? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Nee, ne? Alles gut. Da ist der Kollege von Leftig. Verwende eine Pipeline, um das Gas zu meinem Unternehmen zu transportieren. Und ich erhöhe den Ölpreis, um dich zu entschädigen. Klick auf die Anschlüsse zwischen Rohren, um den Öl- und Gasstrom zu öffnen und zu schließen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich glaube, ich habe das damals im ersten Durchlauf ein einziges Mal benutzt. Und danach nie wieder. Weil es ist halt echt aufwendig, das mitzudenken. Weil du darfst eben zum Beispiel... Hier, ich dürfte jetzt hier kein Rohr verlegen. Weil Rohre dürfen sich ja nicht einfach so kreuzen. Na? Das heißt, ich muss von Anfang an mitdenken und ich kann nicht garantieren, dass ich das sinnvoll benutzen werde. Aber wie immer, habe ich gerade zweimal, ich habe gerade darauf gedoubleklickt, ich habe gerade Geld verloren. Ich habe sie einmal zugemacht und direkt wieder aufgemacht. Ich war so beschäftigt mit Reden, es ist schwer gleichzeitig zu spielen und zu labern. Ja, ich habe es einmal benutzt, danach nie wieder, weil es ist einfach echt komplex, das mitzudenken, und ich kann nicht garantieren, dass ich das mache jetzt die ganze Zeit, weil ich will halt sehen, dass das da hochgeht. Das würde auch dadurch dann hochgehen, wenn ich den Ölpreis steigere, aber so geht es halt schneller und ist direkt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich nicht langfristig genug orientiert. So, wo haben wir denn eins? Mach mich glücklich. Du bist eine Enttäuschung für deine Familie und deine Vorfahren. Oder auch nicht, deine Vorfahren lachen auf dich herab, denn das ist eine sehr anständige Quelle, guter Mann. Muss ich sagen, das ist... beeindruckend. Na, wobei beeindruckend ist jetzt ein hartes Wort. Na, das ist noch nicht so krass, aber besser als nichts. Der Preis sinkt ab. Aber rechts wieder hoch. Ja, wir gehen nach rechts. Der ist am Winken wie ein Vollidiot. Ja. Wir arbeiten dran. Dauert einen Moment, okay? Ich muss Geld verdienen für Scanner. Ich tippe hier drauf. Öl. Ich hab gerade überlegt. Öl oder Gas? Es ist Öl. Dann einmal hier, bitte 294, Dankeschön, finde ich super. Hey Leute, hören auf mich. Ich regiere hier mit eiserner Faust. Okay, soll ich jetzt schon? Standard. Freaks kommen raus um Mitternacht, Standard. Stefan rüstet seine Pferde auf, Standard. So, cool. Preis geht wieder runter. Aber links wieder hoch. Nee, geht da nicht, ganz langsam. Komm. Warum nicht? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte das Rohr upgraden, sonst wird das nichts. Die hier geht relativ schnell runter, das heißt, hier brauchen wir es nicht. Aber hier links, auf jeden Fall. So, dann nochmal drei Stück. Macht mich happy. Okay. Wer zuerst Öl findet, kriegt einen Bonus. Wer von euch war das? Ah, Jeff. Immer der Jeff. Bester Mann. Uns verbinden viele Erinnerung, ist der, es ist Öl. Nicht, dass hier ein Unglück passiert. Es ist definitiv Öl. Also schießt das gleich oben raus. Und es wird dann relativ teuer. Das muss nicht unbedingt sein. Oh, ich dachte, wir kriegen 3 für 3. 3 Scans, 3 Quellen. Aber nein. Es sind 3 für 4. Aber Preis ist wieder nicht so geil, ne? Macht mal das. Haut das mal alles da rein. Dann warten wir einen Moment. Dann noch nicht das Rohr. Ich wollte gerade schon wieder, ne, ein bisschen vorausgehen, das Rohr aufrüsten. Nee, das wäre jetzt sinnlos. Weil also, nein, es wäre schon sinnvoll, weil ich muss es sowieso machen. Aber jetzt gerade wäre es sinnlos, weil es kommt sowieso nur ins Silo. Und je langsamer das Silo voll ist, desto länger dauert es, bis ich ein neues bauen muss. Ja, deswegen sparen wir uns das aktuell. Die Preise sind auf beiden Seiten nicht so geil. Jetzt ist das Silo voll, siehst du? Und das geht nicht. Ich glaube nicht, dass hier noch eine Quelle ist. Deswegen stelle ich die Seite mal zu. 77 Cent, by the way. Und 73 Cent. Jetzt sind wir über 80. Ich habe nie aufgepasst. Okay, dieses Geräusch holt dich sofort back to reality, ne? There goes gravity.
So, sobald du das hörst, bist du in allgemeiner Alarmbereitschaft. Es ist wirklich faszinierend. Das ist, glaube ich, das gruseligste Geräusch in diesem Spiel. Okay, dann habe ich gerade schon welche hingestellt und sie sind abgehauen? Nee, ne? Das wäre jetzt sehr enttäuschend. Ja, wäre es auch. Deswegen finden sie auch was. So, dann das hier. Das hier sollte gehen. Das hier wird aber nichts, wenn wir so weitermachen. Wir machen das so, kaufen 15 Pferde, gehen nach links und suchen weiteres Öl. Hier sagst du. Ungefähr. Ey, trau der Sache nicht. Ah, oh, doch, es ist Öl. Es ist Öl. Wehe, es ist ein Stein. Dann, wenn es ein Stein ist, ist halt dumm gelaufen. Pech gehabt. Siehst du? So schnell könnte ein Fehlerchen passieren. Das ist nämlich gehört. Hätte ich da reingebohrt. Dann wäre nicht so geil gelaufen. Hat der dritte noch was gefunden? Ich habe drei hingestellt, glaube ich, ne? Aber ich sehe keinen dritten. Ich glaube, der ist abgehauen. Weil nichts gefunden hat. Kein Stein? Was? Ich habe. Stand da gerade, ich habe einen Diamanten getroffen. Jetzt habe ich es aufgerüstet, einfach nur aus Muscle Memory Gründen. Ich habe tatsächlich gegen den Diamanten gebohrt. Ja, das ist ja Next Level Lucky. Hier unten ist es. Hier unten ist es. Ja. Komm. Was nicht so lucky ist, ist die Tatsache, dass ich das hier aufgerüstet habe, obwohl ich es gar nicht hätte müssen. Und dann das hier gemacht habe, anstatt den Diamanten zu holen. Aber das ist das, was ich normalerweise mache, wenn ich einen Stein treffe, an dem man vorbei kann. Ich glaube, ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich war einfach voll auf Autopilot und so weggeblasen davon, dass ich einen Diamanten angebohrt habe. Das ist noch keinem passiert, oder? Ey, ich habe manchmal so komisches Glück, Schrägstrich Pech, je nachdem, wie man es definieren will. Ich bin mir sicher, ich bin die erste Person, die diesem Spiel einen Diamanten angebohrt hat. Es fühlt sich irgendwie so an. Na, dann machen wir noch einen. Und ich glaube, dann ist er gut. Wir haben schon August. Ich sollte. Das Ding hier wird dann hochschießen wie Hölle. Aber komm. Ja, okay. Das hier geht sonst nicht leer. Niemals im Leben. Dann machen wir das so. Ja, jetzt kommen sie kaum noch hinterher, siehst du? Das ist krass. Schnelligkeit? Nee, ist aktuell nicht nötig. Vielleicht werden wir verkaufen. Aber aktuell ist Schnelligkeit nichts, was ich brauche. Die Preise sind auf beiden Seiten mies, Leute. Dankeschön. 73 Cent hier und 74 Cent da drüben. Was ist das denn? Hätte ich eine Preisabsprache machen sollen? Vielleicht. Nein! Ich habe überlegt, warum sich keiner bewegt. Wir haben ein Problem. Okay, wir haben kein Problem. Ich habe gerade gedacht, das Spiel wäre gecrashed, weil sich einfach keiner bewegt hat. Aber nein, die waren alle voll, plus die Tanks waren auch voll. So schnell geht das. Alles klar, siehst du mal. Ich muss besser aufpassen. Wir waren nicht ganz mit dem Head im Game. Ne? Müssen ein bisschen besser hier mitspielen und die Birne anschalten, ansonsten gibt das ein Problem. 93 Cent soll ich einfach verkaufen, dann gehen wir heim. Ah, komm. Wir verkaufen einfach alles, was wir haben. Wir sind ja gleich bei einem Dollar. Es ist schon Oktober, sonst wären wir das nicht rechtzeitig los, eventuell. Dann fahren wir heim. Ich meine, wir haben einen Diamanten rausgeholt, den ich angebohrt habe. Und dann ist es auch gut. So, das hier muss auch gleich mal leer sein. Jetzt. Nächste Preis geht wieder runter, aber ich ziehe es durch. Und das war, glaube ich, alles wundervoll. Das war auch alles, ne? Ja, zielsicher ums Gas rumgebohrt. 5K waren das? Diese kurze Zeit waren 5K. Ich kann 32K haben. Beim letzten Mal war der Ölaustritt viel größer. 720. Ach du Heilige. Beim letzten Mal war der Ölaustritt viel größer, als das am Anfang passiert ist. Da waren es keine Ahnung wie viel. Quasi gar nichts. Jetzt muss ich 5K bezahlen. Ich habe nicht aufgepasst, war mein Fehler. Ich bin mir sicher, du könntest etwas mehr Öllagerkapazität gebrauchen. Du vermutest richtig, ich habe was dafür erfunden. Das ist ja cool. Aber erstmal. Ja, darauf habe ich gehofft. Und dann die Aktienoption. Wie viel? 2%. So um die 20K. Wobei, ich habe nur 85. Dabei hat auch so 20K. Da sage ich, kann man machen. Aber ich hoffe, einer von denen kauft und hauen die ihr ganzes Geld dafür raus. Das wäre super. Ich spiele das jetzt taktisch, okay? Ich kann mir das erlauben. Ne, 15. Gönnt's euch. So billig wird's nie wieder. 10K?
Ah, schade, ich wollte gerade auch klicken. Viel zu teuer, zu schnell für dich. Ja, Glückwunsch, Ricardo. Mit deinen 6% gegen meine 25. Die Chat 25%. Cool. Dann Landauktion. Hier. Muss ich mich darum streiten? Hoffentlich nicht. Ich bin Last Pick. Ja, gebt euer Geld aus, ihr dummen Idioten. Das ist, was ich gerne sehe. Ich hoffe immer, ich wurde nicht angelogen. Das wäre super. Und das ist das Super-Silo, genau. Verbinde zwei nebeneinander stehende Silos zu einem Super-Silo. Guter Plan, weil wir jetzt sowieso viel Geld machen, weil hier in der Erde viel Öl ist. Laut Anthony. Ja, komm. Bevor ich mir jetzt noch länger überlege mit dem Klicken. Klicken wir einfach. Hauen rein. Und verdienen Money. Oder wie die Kids heute sagen, Para. So, hier, ich sag hier. Belasten. Oh, ich hoffe, das ist Öl. Wenn es keins ist, dann schießt nichts oben raus und entweicht halt das Gas. Oh ne, ich habe gerade eben das Gas komplett ignoriert. Weil, ja doch, es ist Öl. Weil ich irgendwie nicht da außen rum spielen will, ne? Weil du musst dann wirklich gezielt deine Leitungen verlegen. Da spiele ich es lieber einfach so, mach Money ohne Ende, weil ich spiele sowieso auf easy. Eigentlich müsste ich das gar nicht machen mit dem Gas. Weil die Konkurrenz kann mir eh nichts. Sind wir mal ganz ehrlich. So sieht's halt aus. Ah, nach rechts, das ist echt nicht so geil. 76 Cent versus 72, wenigstens steigend. Ja, jetzt sind wir da drüben besser aufgestellt. Komm. Hau da mal rein. Dann deins. Okay. Sag mal, Anthony, wofür bezahle ich dich denn? Was ist das denn hier für ein Witz? Wurde ich abgezogen? Ich glaube, ich wurde gescammt. Ich will mein Geld zurück. Gib mir mein Dia wieder. Ich kann mir nicht mal ein Pferd leisten. Ich will meinen Diamanten zurück, okay? Das... Ich glaube wirklich, man hat mich ein bisschen betrogen. Wo, Öl? Komm, ja, das ist zumindest mal ein bisschen eine größere Quelle. Wenigstens irgendeine Form des Fortschritts hier. Das ist bis jetzt kein gutes Zeichen. Ich weiß halt auch nicht, was das Spiel als viel Öl interpretiert. Ja, welche Zahl da dahinter steckt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall über 30 mindestens, vielleicht so um zwischen 30 und 40, keine Ahnung. Das ist nicht mal das, was er... Ach doch, das ist, was er gefunden hat. Ich dachte gerade, warum verschwindet der Junge nicht? Das ist, was er gefunden hat. Dann machen wir das. So, dann rüste ich das Rohr gleich auf. Ist das erledigt. Cool. Dann geht der Preis in den Keller. Das finde ich nicht so geil, aber ich warte bis 80 Cent. Denn das... Hier muss noch mehr sein. Komm. Ansonsten hat mich der Typ wirklich um den Diamanten betrogen. Hier. Zielsicher wie Lucky Luke. So. Machen wir mal so. Preis ist immer noch bei... Das hier ist schon leer. Um die 80 Cent. Nee, wir hören auf. Das mag ich nicht. Das ist mir jetzt zu doof. Dann er hier. Da könnte ich direkt an das anschließen. Hat das auch mal wieder was zu tun. Die könnte relativ groß sein mit ein bisschen Glück. Wer weiß das schon? Ich traue dem Braten nicht. Nein, 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 nein. Das wird mir nicht passieren. Wenn ich eine Ölaustrittsstrafe kriege, dann aus Dummheit. Weil ich halt einfach nicht aufpasse. Und nicht, weil ich in Gas reinbohre, okay? Das ist, glaube ich, beim letzten Mal passiert. Beim ersten Spieldurchlauf. Aber jetzt nicht nochmal, denn inzwischen bin ich älter. Und weiser. Ich muss drei verkaufen lassen, um Geld zu verdienen. Ja, 80 Cent. Schnell steigend wenigstens das. Ja, komm. Jetzt alle. Und dann machen wir 10 draus. Dann geht das auch eine Nummer schneller. Dann kann ich auch das Rohr hier aufrüsten. Und das hier. Damit wir ein bisschen Speed hier reinbekommen. Ansonsten sind wir ja nächstes Jahr noch hier. So, dann nochmal 3 Stück. Jungs, ich flehe euch an, okay? Bis jetzt ist das nicht so krass. Also gut, aber nicht... richtig, richtig geil. Weißt du, was ich meine? Ich habe halt auch das Pech, dass ich immer knapp dann... Nee, es ist Öl. Dass ich immer knapp daneben scanne, ne? Aber absolut komplett zielsicher. So, der hier hat... Die anderen sind noch mal blöd rumlaufen. Er hat auch gefunden. Nice. Hier vielleicht. Es ist ein Stein. Was ein hübscher Stein.
Es ist weiter unten. Ich tippe auf weiter unten. Vielleicht finden die Maulwürfe irgendwas weiter oben, aber ich persönlich tippe auf weiter unten. So, Preis links ist über einem Dollar. Es ist nicht so krass wie auch schon. Also ja, die hier sind relativ groß. Die zwei, die hier glaube auch. Warte mal, ich mache jetzt mal einen Scanner. Ja, worth. Aber so richtig krass, hier ist sie. Ich glaube, das ist die, die er gefunden hat. Ah, ich bin mal vorsichtig, ne? Weil ich habe halt schon eine Ölaustrittsstrafe kassiert. Muss ja nicht normal sein. Wenn es sich vermeiden lässt. Ist das Öl? Wie, es ist kein Öl. Ich meine, ich könnte da so einen kleinen schwarzen Pixel sehen. Soll ich es machen oder zu scannen? Hat jemand Lust auf Glücksspiel? Ach, komm. Wir gamblen mal. Vielleicht kommt ein Karambit raus. Wer weiß. Bitte. Oh Gott sei Dank, das ist Öl. Alles andere wäre jetzt nicht so geil, okay? Alles andere hätte jetzt keine so schönen Auswirkungen. Also ja, für euch, ihr würdet das unglaublich lustig finden, wie ich 10.000 an Ölaustritt bezahlen muss. Aber ich fände das nicht so cool. Also hier ist eine Operation, die dafür designt ist, um Geld zu generieren, okay? Da kann ich keine Strafen, tick, 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 keine Strafen gebrauchen. Ach du je. Also krass ist das halt echt nicht, ne? So, allgemeine Bestandsaufnahme. Könnte schon ein bisschen besser sein. Ach, machen wir hier noch eine Siedlung. Mach da mal voll. Ziehen wir die hier einfach alles aus dem Boden. Der Rest findet auch nichts. Das heißt, ich habe wieder effektiv alles aus dem Boden rausgeholt. Und wir gehen jetzt nur noch da drauf, das zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Ja, der ist abgehauen. Ich stelle noch einen hin, aber ich glaube auch nicht, dass das was ändert. Weil, also entweder finden sie was oder sie finden nichts. Das ist keine Wahrscheinlichkeit. Ah, vielleicht haben die ja was übersehen. Ich weiß, es funktioniert nicht so, aber gibt mir doch das bisschen Hoffnung. Jetzt ist das voll. Das Silo. Links kommen wir gleich auf über einen Dollar. Wir haben September, Oktober. Ja, nein, es ist wieder auf unter einen Dollar gesagt. Ich will einen Dollar. Komm. Gib mir einen Dollar. Dann hauen wir drei Silos raus. Und gönnen uns. Jetzt geht's wieder runter, der Preis. 85 Cent. Ende Oktober. Ich glaube, den frühen Rückzug kriege ich nicht. Also ist jetzt ein bisschen früh, das zu sagen. Siehst du, wie es aussieht, als wäre das Spiel gecrashed? Das ist das, was mir vorhin das Genick gebrochen hat mit der Strafe. Es sieht wirklich so aus, als wäre das Spiel abgestürzt. Change my mind. Ist halt echt so. 90. 91. Wo Preis? Wo Preis? Was letzte Preis? Ich suche jetzt nach Gasquellen, um das hier links zu boosten. Siehste mal. Siehste mal. Cool, dann machen wir das hier. Jetzt bin ich halt drauf angewiesen. So ein Stück weit, ne? So, angehängt. Cool, dann machen wir das, damit es so schnell wie möglich geht. Jetzt sind wir auf einem Dollar. Wir sind auch angeschlossen. Und ich öffne das Ventil. Nee, hier zu. Sonst strömt es einfach daraus. Jetzt. Okay. Okay, auf fast zwei, letzter Monat. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet, weil der Preis wird komplett absinken. Wir können ein bisschen rausholen. Ja, auf 1,30 sinkt er ab. Okay, das jetzt musste ich es halt machen. Ging fast nicht anders, wenn ich ein bisschen Geld verdienen möchte. So, das war's. 27.000 war nicht so krass. Hier drüben wäre noch mehr Gasquellen gewesen, aber das auf der Seite, oder die auf der Seite war die einzige. Cool, wenigstens keine Strafe, das ist doch schon mal was. Wie geht's Day? Ah, 3,9, das ist ja fast gut. Kann man fast runterschreiben, das ist ja fast in Ordnung. Oh no. 10.000 für... Na, ist es nicht wert? Dann mache ich lieber mit Gas ein bisschen. 1%. Oh komm, Joshua, ich weiß, du bist Brain, der drück ist. Du hast 0%. Hau alles Geld raus, was du hast für 1%. Damit du dich nicht ganz so wertlos fühlst. Komm. Do it. Drück es. Ich kauf das nicht. Außer für 5.000 oder so. Wer von euch ist so dumm und drückt das? Wer von euch gewinnt das Dummheitsbingo? Das war tatsächlich Joshua. Ich meine, ja, für 6.000 hat er sich 1% ereignet. Das ist 1/25 von dem, was ich habe. Das ist ja absolut unglaublich. Ja, komm, machen noch die Landauktion. Aber jetzt nicht so krass. Das war eine 34, siehst du? Also unter viel Öl verstehe ich wirklich was anderes. Zum Beispiel hier die 48, wo ich auch schon war. Hat jemand eine Idee? 30 ist eine absteigende Reihe, das hier ist eine aufsteigende Reihe.
Ja, ich weiß doch auch nicht. Sind wir uns einig? Wir sind uns einig, das ist wunderbar. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Turmoil. Heute irgendwie nicht so im Spiel gewesen. Also das mit der Ölaustrittsstrafe war nicht so das beste Play. Aber jetzt weiß ich fürs nächste, war auch voll mein Fehler. Also ich sag nicht, dass das Spiel irgendwie mir nicht genug Warnung gegeben hat. Ich habe es noch nicht früh genug gecheckt, das geht komplett auf mich. Wird beim nächsten Mal nicht passieren. Ja, das hier ist, wie gesagt, eine Operation, die dafür gemacht ist, Geld zu generieren. Und wenn ich Strafen bezahlen muss, generiere ich weniger Geld. Deswegen kann es das nicht sein. Ich werde mich mit den CEOs zusammensetzen. Wir machen eine Sitzung, wir reden darüber, was schiefgegangen ist. Wir reden darüber, wie wir das verbessern können. Und beim nächsten Mal kommen wir stärker als jemals zuvor zurück. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Leifert noch Small zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Diese Gasquelle gerade eben war echt poggers.